Hallo und herzlich willkommen bei der Muddibärmbande. Heute beginnt meine, sage ich mal, 100-Tage-Challenge. Ich habe mich überlegt, eine Challenge zu machen, und zwar jeden Tag StarCraft zu spielen. Ich werde, also 100 Tage lang, hintereinander weg. Also das heißt, jeden Tag mindestens ein Spiel machen. Und ja, da möchte ich halt auch noch so ein paar Regeln festlegen. Also, ich muss jeden Tag spielen. Es wird nur, es gibt nur Notfallausnahmen. Also, wie zum Beispiel, es wird jetzt mal ein Wochenende kommen, wo ich mit meiner Freundin einen Tag, also da kann ich einen Samstag nicht spielen. Das geht nicht anders. Da muss ich gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, aber trotzdem wird jeden Tag werde ich mindestens ein Spiel StarCraft spielen. Und ja, werde diese 100 Tage, also jetzt heute ist der 19.9., nee, 16.9. Genau, heute fange ich auch an damit. Also heute ist der 16.9. und das wird, glaube ich, bis zum 100 Tage sind, glaube ich, der 25.12., also der erste Tag von Weihnachten. Und bis dahin möchte ich die Challenge machen. Das sind genau 100 Tage, wie gesagt. Okay, vielleicht ein, also wie gesagt, ein Tag könnte sein, dass ich da zwischendurch nicht spielen kann. Also den werde ich auf jeden Fall rausnehmen. Aber ansonsten gibt es keine Ausnahme. Ich muss durchspielen. Werde auch das unabhängig von meinen normalen Aufnahmen machen. Also das heißt, ich werde für euch wirklich jeden Tag diese Folge aufnehmen. Ihr kriegt sie natürlich in einer Woche Delay. Also ich fange es halt, wie gesagt, heute schon am 16.09. an. Ihr werdet es dann halt eine Woche später sehen, am Moment, Sonntag. 23.09. Da werdet ihr meine erste Folge sehen, genau. So, was gibt es noch für Regeln? Also ich werde die 100 Tage auch in ein paar Phasen verteilen. Also wie zum Beispiel jetzt möchte ich jetzt anfangen mit der ersten Phase, also damit ich mich auch verbessere für diese Challenge. Diese 100, also die erste Phase wird dann halt, was weiß ich, 25 Tage oder 20 Tage nur reines Makrospiele werden. Also ich versuche wirklich makrotechnisch zu sein, die ersten 20 Tage oder 25 Tage. Wann weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. 100 Tage Challenge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und unterstützt mich dann auch jeden Tag. Und ja, da würde ich sagen, ich spiele, ich klicke mal hier okay, weil ich spiele nämlich hier mit meinem Free-Account. Und ja, der hat jetzt, also ich werde mit dem weiter die 100-Tage-Challenge machen. Ich habe jetzt auch nicht weiter hier Leute. Ah ja, wir haben noch gar keine Liga. Und ja, achso, es gibt noch diverse Regeln. Also ein Spiel muss mindestens 6, also muss auf jeden Fall die 7-Minute-Marke knacken. Das heißt, ein Spiel muss mindestens 7 Minuten lang sein. Also das heißt, ich muss jeden Cheese standhalten. Und ja, wenn ich es nicht schaffe, muss ich noch ein Spiel hinten dranhängen. Das gehört dazu. Also, damit es halt nicht zu kurz wird. Ja, also es kann auch sein, dass ich mal ein bisschen länger aufnehme oder so, dass es vielleicht mal ein Video eine Stunde geht oder so. Kann schon hinkommen. Ja, ich versuche das auch für den Livestreams dann auch zu machen oder so. Keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall nur Protoss. Ich möchte natürlich. Ich mache das Ganze. Der ganze Sinn dahinter ist einfach, dass ich besser werde. Genau. Damit ihr zuseht, wie ich einfach besser werde. Ich sehe gerade hier meine Bildorder gar nicht dabei. Upp. So, da ist er. Das Spiel weg. Na. Es lädt wahrscheinlich gerade noch, deswegen kurz warten. Ja, da ist es wieder. So, ja, Makrospiele. Ich habe mir eine Grundbildorder rausgesucht und die ist halt gegen alle Races. Die werde ich erstmal am Anfang spielen, also die ersten paar Spiele, damit ich halt mich verbessere. Wir spielen mal, ja, gegen Protoss selbst. Wir spielen gegen Protoss. Und gucken, was er bringt. Also, wichtig ist halt bei dem Training ist halt, dass wir sehen, was der Gegner macht. Also die ganzen Mechaniken und sowas will ich auf jeden Fall mir richtig schön reinprügeln. Damit ich halt auch besser werde. Weil ich möchte irgendwann doch mal Meister sein im 1 gegen 1, aber es ist halt auch nicht so einfach. Und wenn man halt nicht jeden Tag spielt, wird es halt nicht besser. Und deswegen habe ich mir überlegt, diese Challenge zu machen. So, gucken, was der Gegner spielt. Hoffentlich keinen Cannon Rush. Normal aus. So, wir nehmen Doppelgas.
Schneekern. So, hat erstmal die ersten beiden Gasgasiere mit na, zwei Probes jeweils versorgt. Richtig, fast vergessen, ey. Belohnen. Das passiert mir in letzter Zeit öfters. So, wir bauen auf jeden Fall durchgängig Drohnen. Also Sonden. So, gucken wir mal rein. Quinetikern ist fertig. Bei uns auch. Wir Chrono boosten auf jeden Fall unseren Warp Gate. Und bauen durchgängig weiter. Gucken wir, ob er schon Deck hat. Gehen wir jetzt wieder raus, können wir eigentlich zurück. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, Pylonen ein bisschen spät gebaut. So. Jetzt kommt unsere Echse. Ich bin das Herz. Ne. Ihr seid auf mir. Hörst unsere Feinde, unsere Wünsche. Kalt ist die Leere. Ich bin hier in den Schatten. Ganz wie, was ist euer Begehr? Ihr seid auf mich angewiesen, lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Was ist euer Beginn? Ich bin das Herz. So, Robo. Hier ist ganz wichtig. Ich bin die Stimme. So, unten einen Pylon auf jeden Fall hinsetzen, darf ich nicht vergessen. Muss ich auch ein bisschen konzentrieren hier. Gucken jetzt einfach mal rüber. So, das brauchen aber alle Stalker. Bei 4, 2 reichen halt nicht. Das Ding, dann das Ding und ich brauche ein Gates ohne Ente. Gehen wir zurück. Und Schildbatterie. Weil wir fürchten doch vielleicht einen Angriff. Wir müssen gucken, was er spielt. Das ist ganz wichtig. Da ich mit meinen. Habe ich meinen Pylon ein bisschen scheiße hingestellt. Er hat aber noch keine Echse, wie ich gesehen habe. Ne, wir brauchen das Ding. Schon ein bisschen Angst, dass da vielleicht doch mal die Tees oder sowas kommen. Und weiter Drohnen bauen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ja, das jetzt sieht eigentlich alles normal aus. Ihr habt nicht gelügt. Brauchen jetzt Gas. Und nehmen gleich noch eine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und wollen Kolosse. Ihr habt nicht
brauche noch Pylonen, die wir natürlich vergessen haben. Und bauen weiter Drohnen. Und jetzt nehmen wir hier noch Upgrades. Und werden gleich mal scouten gehen. Wo verbirgt sich der Feind? Es ist wichtig zu wissen, was der Gegner macht. So, und jetzt brauchen wir Gates. Sie brechen durch. Okay, er kommt. Gucken, wo er ist. Ich bin hier. Mineralienfeld erschöpft. Da kommt er also. GG! Ja, nochmal zurückspulen. Also ich will auf jeden Fall nochmal ins Video reingucken. Es spielen 9 Minuten. Das reicht, das ist auf jeden Fall in unserem Budget drin. Ich werde auch gleich noch ein zweites spielen, also damit werden wir es noch nicht abfinden. Aber ich will nochmal kurz reingucken, ob er gesehen hat, was wir gemacht haben. Das ist wichtig für mich zu wissen. Also er hat angegriffen, er hat ja halt supply-technisch, naja, nicht viel mehr als wir. Das ist ja nix. Jetzt gucken, was wir da haben. Kolosse, auch, na, zwei Unsterbliche hat er auch, oder? Er hat nur einen Unsterblichen. Hat aber halt die, die Upgrades für die, Adepten. Ja. Da kommt aber eindeutig nicht mit gegen an, gegen unser Zeug. Also wir haben viel gaslastigere Armee. Und der hat auch ziemlich schlecht gefightet, glaube ich. Klasse gucken. Wir haben es ja nicht gesehen. Also, na, das ist wirklich nichts. Na gut, die haben mir unsere Drohnen verloren. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, die hätte ich nicht machen sollen. Aber wir wollen uns ja eh erstmal auch ein bisschen auf Makro konzentrieren und Mikro ein bisschen außen vor lassen. Und ja, da war es dann vorbei. Sehr schön. Ja, das war das erste Spiel. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Und wir sehen erstmal, was wir gerankt sind. Oh, schon Dir 2. Oh, mit dem Account. Okay. Ja, Dir 2. Ja, drück mal an und spiel gleich mal die nächste Runde. So. So, nochmal zu den 100-Tage-Challenge. Also, es, wie gesagt, es geht jetzt 100 Tage lang. Und ja, es wird jeden Tag gespielt. Also, ich möchte. Also, ich werde euch dann auch mal die Spielliste zeigen. Also hier. Damit der ein Jahr steht, hier maximal 24 Stunden. Also nicht wie jetzt hier ein Monat, drei Monate. Na gut, das ist mein alter Account, deswegen. Mein kostenloser Account und ja. Und dann werden wir halt zu Weihnachten oder kurz von, ja doch, kurz nach Weihnachten oder zu Weihnachten halt. Ich denke, ihr erfahrt es dann erst Ende dieses Jahres, weil es ist ja eine Woche verschoben für mich. Also ihr seht, das mein letztes Spiel von den 100 Tagen wahrscheinlich dann in Silvester oder einen Tag später. Ich gar nicht gerade. Ich glaube, einen Tag später. Ersten. Genau. Und ja. Ich zeige euch ja jetzt mal die Liste und ja. Wie gesagt, es gibt mir halt die Möglichkeit, mich zu verbessern. Und mich zu zwingen, StarCraft zu spielen. So, wir spielen die Terraner. Wir spielen dasselbe Bild.
Weil wir wollen es trainieren. Wir wollen einfach Makro spielen. Wir wollen gucken. Also der Gegner muss uns auf jeden Fall versuchen zu crushen. Wir werden dann wahrscheinlich Minute 11, 12 werden wir dann angreifen. Mit einer vollen gemaxten Army, wenn er nichts macht. Viel Mikro wollen wir nicht machen. Das ist erstmal vorwiegend halt fokussiert auf Makro. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, nicht genug. Wir spielen gegen Terraner. Das größte Problem an Terraner sind halt dann die Drops. Die müssen wir dann irgendwie verteidigen können. Oder lernen zu verteidigen. Ja, so gesehen. Könnte ich auch die APM reduzieren. Also wir wollen immer gucken, was der Gegner macht. Also wenn er jetzt irgendwie einen Cheese hat, dann müssen wir natürlich unser Bild ein bisschen anpassen. Da drauf, also... Wir spielen jetzt nicht stupide denselben Bild durchgängig. Also ich würde schon ein bisschen aktiv bleiben. Hat er schon zwei Gas? Nee. Gegen Terraner. So, Sonde packen wir erstmal hier. Wir wollen ja dann sehen, was er macht. Wir bauen durchgängig die Sonden. Versuchen sie jedenfalls. Also wir müssen es uns auf jeden Fall angewöhnen, durchgängig zu bauen. So, bis jetzt läuft doch das Bild eigentlich. Kein Schieß, kein Nischt. So, das müsste eigentlich mit seinem, falls er einen gebaut hat hier, wie ist die Sprungheinis? Reaper? Keine Echse? Oh. Was baut denn da? Ja, das wird ein Marine-Schieß. So wie das aussieht. Und ich habe meine Pylone vergessen. Aber wir können mal runtergehen, er hat keinen Bunker. So. Wir nehmen auf jeden Fall die Echse. Also man kann das Spiel halt auch ziemlich früh gewinnen. Jetzt kein Bunker hat. Aha. Ne, die können wir echt wieder zurückholen. Ne, bauen eine Robo. Ich bin die Stimme der Fünf. Lasst unsere Feinde unsere Fünf. Reapers hinüber. Noch nicht. Oh, wieder mein. Das ist natürlich blöd. Ich bin hier in die Schatten. Ganz wie ihr wünscht. Das war nicht so gut. Dann kommt wohl gleich auch ein Widowmine-Drop. Eure Sonden werden angegriffen. Shit, er hat da keine Echse. Forschung abgeschlossen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass hier mit einem Drop reinkommt. Leiden erstmal unsere Probes rüber. Bauen unbedingt Schildbatterien. Na, ich hab ein bisschen Schiss. Dass er da gleich mit einem fetten All-In eintrifft. Ja. Genau, das wollte ich doch bauen. Ihr habt nicht gelesen.
Okay, jetzt hat er einen Bunker. So, wir müssen auch gleich anfangen mit der Echse. Spielt nur Marines, das ist schon mal gut. Ist nicht weiter wild. Oh, wir hatten zu wenig Stalker da. Ein Chronobus haben wir auch verrafft. Hat Panzer. Panzer hat er auch. Ich nehme trotzdem den dritte. Keine Upgrades. Na, wird aber gleich kommen, so wie das aussah. Ja, das scheint wohl gleich ein Push zu werden. Ein bisschen hinterher ist man auf jeden Fall so mit so einem gemeinen Drop. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ja, nicht genügend Energie. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Anan Poral. Nicht genügend Energie. Forschung abgeschlossen. Mineralien. Ja, jetzt kommt. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ich da ist er. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Mineralien-Upgrade durchgeführt. Na, ist nicht schlecht, der Typ. So, wir brauchen immer noch mehr. Mineralienfeld erschöpft.
Mein Leben für Ajur! Hier ist zusätzliche Pylonen. Forschung abgeschlossen. So, wir haben zu viel Gas. Wird aber gleich nochmal kommen. Nicht genügend Energie. So, jetzt müssen wir eigentlich 8 Gates haben. Nehmen Storm auf jeden Fall mit, ist wichtig. Okay, er baut eine Planetary. Hat eigentlich so wenig Gates. Ah, deswegen. Also wenn die Upgrades durch sind mit Storm, werden wir wohl gleich mal ein Go machen. Baut er bestimmt gleich eine Planetarian. Storm ist jetzt durch. Brauchen aber auch keine DTs mehr, keine Kolosse mehr. Nehmen wir einfach die vierte und machen ein Go. So, wir konzentrieren uns jetzt lieber auf Backo weiter. Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stalker. So, wir werden nochmal ein paar High-Templer reinwurben.
Dann ist schon langsam. Meine Aufgabe. Ich. Also wir greifen gleich nochmal an, wenn es komplett 200 ist. So, Storm ist durch, greifen an. Das ist durch. Holy shit, hat er gesagt. Ja, einfaches Makro-Spiel als Protoss. Sah auf jeden Fall gut aus. Ja. Tja, das war unser erster Tag. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir gucken nochmal kurz rein. Ja, es können nur zwei Spiele gewesen sein. Für heute. So, nächster Tag wäre dann der 17., also morgen für mich Montag. Oder ist am schlimmsten Tag, irgendwie bin ich arbeiten wieder. Na gut, also wir sehen uns dann Montag, theoretisch am Montag zum Livestream. Aber ja, das ist ja eine Woche später, also würde ich sagen, bis dahin, tschö tschö, euer Muttibär, dödö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.